Wir haben eine bombastisch gute Wirtschaft in den letzten Jahren gesehen. Immer steigende Staatseinnahmen, Beschäftigungszahlen ganz oben. Also wirklich eine tolle wirtschaftliche Situation. Jetzt hat sich das Blatt nur gewendet. Schon im Mai in den Arbeitsmarktzahlen konnte man das sehen. Die Aufträge gehen zurück. Manche sprechen wieder über Kurzarbeit. Wir haben große Risiken. Der Handelsstreit USA, China, Brexit, technologische Veränderungen. Wir meinen, wir müssen jetzt auch wieder über unsere wirtschaftliche Ausgangslage sprechen. Klimaschutz und soziale Sicherheit müssen bezahlt werden. Dafür brauchen wir eine wirtschaftliche Substanz. Da sehen wir uns in der Verantwortung. Also steuerliche und auch sonstige Abgabenbelastung reduzieren, damit investiert werden kann. Stromsteuer senken, denn wir haben die höchsten Energiepreise. Ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das wirklich den Namen verdient und auch mit Start-up-Stipendien beispielsweise arbeitet. Privates Kapital freisetzen für Unternehmensgründungen, das fließt gegenwärtig nur in Staatsanleihen und Steine aufgrund der vom Staat vorgegebenen Anlagepolitik. Also was wir brauchen, ist ein Paket für Wachstum, für wirtschaftliche Stärke, Wettbewerbsfähigkeit, am Ende auch für Arbeitsplätze.